Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Ich bin heute zum Wandern im Schwarzwald unterwegs. Genauer gesagt im Kinzigtal östlich von Offenburg. Und hier vor mir sieht man die Türme für den neuen Windpark Hohenlohen. Der entsteht auf den Gemarkungen Hausach und Oberwolfach im Kinzigtal. Insgesamt werden 4 Enercon E138, EP3, E2 errichtet, 4,2 Megawatt, 160 Meter Nabenhöhe. Jo, hier stehen 3 Türme und der vierte Turm ist ein bisschen weiter hier rechts. Der guckt hier oben raus. Genau, also die Türme sind alle fertig errichtet und in der Zeitung habe ich gelesen, dass der Transport der Großkomponenten bereits begonnen hat. Das ist eine besondere Herausforderung hier, weil der Stand ist einfach schwer zugänglich und das ist echt eine logistische Herausforderung. Das heißt, pro Tag kann immer nur eine Komponente transportiert werden. Und wenn man sich überlegt, bei 4 Anlagen, das sind über 30 Schwertransporte, die hier hoch zum Hohenlohen fahren müssen. Das heißt, der Transport zieht sich circa einen Monat oder so hin. Ich schätze mal, dass dann Ende August oder Anfang September wird es dann hier wahrscheinlich erst richtig spannend, wenn es mit dem Bau hier losgeht. Weil vorher ist es eigentlich nicht so spektakulär. Die Komponenten kenne ich ja schon von Biederbach. Jo, ich werde mal zu den Anlagen hinwandern, werde mir mal die Baustelle angucken, vielleicht sind schon Komponenten da. Und dann geht es noch weiter zum Brandenkopf. Das ist so die höchste Erhebung hier im mittleren Schwarzwald, knapp fast 1000 Meter hoch, ich glaube 950 Meter. Da gibt es noch einen schönen Aussichtsturm. Da hat man hoffentlich eine geile Aussicht. Genau, dann melde ich mich gleich nochmal. So, jetzt bin ich hier auf dem Aussichtsturm, auf dem Brandenkopf, erbaut vom Schwarzwaldverein. Der ist ganz schön hoch, der ist 33 Meter hoch. Und hier hat man echt eine richtig geile Übersicht. Richtig geile Aussicht. Den kompletten Schwarzwald, die ganzen Windparks drumherum. Hier unten sieht man jetzt nochmal schön die Türme für den Windpark Hohenlohen. Nummer 1, 2, Nummer 3, Nummer 4 hier drüben. Steht ein bisschen weiter weg. Die liegen so auf circa, ja, so um die 600 Meter. Und der Brandenkopf hier ist fast 1000 Meter hoch. Ich glaube so 950 Meter. Jo, hier hinten ist auch noch ein Windpark. Steht eine E115, 2E82 und fuhr eine FL1000. Das ist der Windpark Pilfer oder Hornberg. So, hier nochmal ein Blick Richtung Süden. Hier steht noch ein großer Fernsehturm. Und dann ganz hier im Hintergrund sieht man auch den Windpark Biederbach, von dem ich jetzt schon einige Videos gemacht habe. Hier die E138, da drüben E103, E92. E138 ist mittlerweile fertig errichtet. Allerdings immer noch nicht alle am Netz. Ja, dann hier drüben der Windpark Brechtaler Schanze. 3E101, 3E115. So, hier dann ein Blick Richtung Westen,
Richtung Rheinebene und Frankreich. Hier steht noch eine E58 von 2002. Hier hinten der Windpark Nillkopf oder Fischerbach. Der Berg heißt Nillkopf, der Windpark ist Fischerbach mit 215 von 2018. Hier im Hintergrund dann nochmal der Windpark Gengenbach. Da stehen auch E115. Und hier hinten der Windpark Kambacher Eck und hinten dran Ettenheim. Die habe ich auch schon mal von Biederbach aus gefilmt. Nochmal ein Blick auf die idyllische Schwarzwaldlandschaft. Hier hinten liegt dann irgendwo Offenburg. Wenn man Glück hat bei guter Sicht, kann man sogar das Straßburger Münster sehen. Ja, ich glaube, da ist es sogar. Hier auch hier nochmal die kleine Tacke TW600 von 1997. Die macht echt Krach, ey. Aber geiler Blick. Schön im Wald hier. Echt geiler Standort hier. Bin ich mal gespannt, ob die irgendwann mal repowered wird oder nicht. Das finde ich immer so schade, dass halt kleinere Anlagen irgendwann mal gebaut wurden. Und für neuere, größere gibt es dann leider keine Baugenehmigung mehr. Die sind dann halt gleich, ja, über 200 Meter hoch. Die hier hat vielleicht gerade mal, die hat wahrscheinlich nicht mal 100 Meter Gesamthöhe. Ja, aber ich meine, es fügt sich gut ins Landschaftsbild ein. Also warum sollte eine größere Anlage, warum sollte das jetzt einen Unterschied machen? Hier im Hintergrund sieht man den höchsten Berg des Nordschwarzwaldes, die Hornisgrinde. Und da sieht man auch das höchstgelegene Windrad Deutschlands. Das ist eine E70. Haben vielleicht manche schon mal im Windblatt gelesen. War auch eine Story dazu drin. Jetzt stehe ich hier unter der Tacke. Die macht ganz schön laut, macht ganz schöne Pfeifgeräusche. Aber die sieht dafür, dass sie von 1997 sein soll, sieht die relativ gut aus. Also der Turm ist echt, sieht relativ neu aus. Ich weiß nicht, vielleicht haben sie ihn irgendwann mal erneuert, dass sie die Antennen hier angebracht haben. Ja, hier unten steht auch schon G dran. Tacke wurde hier von G übernommen. Das Logo ist leider schon komplett verblasst. Da sieht man kaum mehr was, dass da mal Tacke stand. TW600 steht hinten noch drauf. Aber die läuft echt gut. Krass, hier wäre ich gerne mal im Winter, wenn es hier richtig bläst, wenn hier richtig der Wind geht, wie die dann hier abgeht. Krass. Ja, cool, dass es noch so ein paar alte Relikte gibt. Gibt ja nicht mehr so viele, die werden ja alle nacheinander, nach und nach repowered. Aber cool, dass es dann noch so alte Anlagen hier gibt. So, jetzt stehe ich hier unter der E58. Die dreht sich ganz gemächlich. Ist auch gar nicht laut. Cooles Bild. Ist witzig, dass dies hier unten am Turm schon komplett zugewuchert mit Bäumen. Das sieht aus, als ob die hier schon immer stand. Hat sich echt gut hier integriert.
Von der Baustelle ist gar nichts mehr zu sehen. Wie ein großer grüner Baum. Ja, die Anlage ist von 2002. Das ist eine Bürger-Windenergieanlage von Fischerbach. Ja, die E58 sieht man auch nicht mehr so häufig. Viele davon sind halt schon so alt, die wurden mittlerweile schon repowered. Aber cool, dass es hier noch eine gibt. So, ich bin jetzt hier an der Baustelle von der Anlage 1. Hier sind schon einige Teile eingetroffen. Hier hinten liegt Maschinenhaus und Nabe. Generator scheinbar auch, oder Stator. Hier liegen zwei Turmteile. Das, ja, Security ist auch da, deshalb will ich jetzt nicht näher ran. Ja, hier nochmal der Turm. Ja, ich nehme an, dass die Teile jetzt alle ja so nach und nach eintrudeln. Also im Internet steht, dass die Schwertransporte Anfang August begonnen haben. Und pro Tag findet nur ein Schwertransport statt. Weil ja mit dem Selbstfahrer hier hoch zur Baustelle, das dauert 8 Stunden. Das heißt, ein Teil pro Tag kann nur transportiert werden. Deshalb zieht sich auch der ganze Transport dann jetzt über einen ganzen Monat, glaube ich, weil es sind halt über 30 Teile, die zu den 4 Anlagen transportiert werden müssen. Und ja, September, Oktober geht es dann halt wahrscheinlich erst richtig los mit der Baustelle, mit dem Aufbau hier. Ja, vorher ist es wahrscheinlich relativ langweilig. Ja, aber cool, dass sich schon was getan hat. So, hier habe ich noch mal ein paar Infos gefunden an der Baustelle. Ein Teil Baufreigabeschein. Das steht da, Bauvorhaben, Durchführung des Bundesemissionsschutzgesetzes, Antrag der Ökostrom Consulting Freiburg GmbH auf Erteilung einer emissionsschutzrechtlichen Neugenehmigung für die Errichtung und Inbetriebnahme von 4 Windenergieanlagen des Typs Enercon E141 EP4 Hohenlochen. Bauort Oberwolfach, Hausach-Einbach. Genau, also ursprünglich waren hier Enercon E141 EP4 geplant. Die gibt es ja jetzt leider nicht mehr und deshalb werden jetzt E138 gebaut. Hier sind auch nochmal so ein paar Karten, wo man die Lage der Windenergieanlagen sieht. Also das ist Anlage 1 hier. 2, 3 und 4. Und die vierte Anlage, die steht ein bisschen abseits, liegt auch ein bisschen niedriger, glaube ich. Und die anderen Anlagen stehen ein bisschen näher zusammen. Aber auch da, das täuscht jetzt, die stehen alle relativ weit auseinander. Jo, was steht hier noch? Umweltbegleitplanung. Was es hier so für schützenswerte Arten gibt und ja, was für Bäume hier stehen bleiben sollen, quasi als Habitat für seltene Arten. Cool. Ja, leider bei anderen Baustellen ist es ja immer cool, da gibt es ja eine richtig schöne große Bautafel, wo das ganze Bauvorhaben und auch nochmal so die technischen Daten von den Anlagen draufstehen. Das gibt es jetzt hier leider nicht. Ich habe jetzt überall gesucht. Schade. So, hier haben wir doch ein richtig schönes Plakat. Sowas habe ich doch gesucht. Windpark Hohenlochen von Badenova Wärme Plus. Badenova ist der Energieversorger in Südbaden. Wärme Plus ist so die Sparte für erneuerbare Energien. Genau, hier ist nochmal eine Karte, wo die 4 Standorte eingezeichnet sind. Hier dann auch nochmal einige technische Daten,
Anlagentyp E138, Nabenhöhe 160 Meter, Nennleistung 4200. Dann hier noch so ein paar Adressen. Bauherr Windpark Hohenloren GmbH. Projektentwicklung. Ja, Ökostrom Consulting Freiburg ist eine Consulting-Firma, die im Raum Südbaden in und um Freiburg schon viele Windparks geplant und errichtet hat. So zum Beispiel auch den Windpark Widerbach. Genau. Jetzt wisst ihr Bescheid.